Guten Morgen. Es ist mal wieder soweit. Oh Gott, ist noch dunkel. Heute geht's zu einem weiteren Treffen. Wir haben es kurz vor 5, dass die Treffen immer so weit weg sein müssen, Alter. Ich verstehe es nicht, aber gut. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich hier am Arsch der Welt wohne. Heute geht's Richtung Horizon Track Day in Altstädt. Gute 4,5 Stunden Fahrt, irgendwas um 480 Kilometer oder sowas. Erstmal losfahren, meinen Co-Pilot abholen. Marc ist dieses Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, Abflug. Navi jetzt gerade mal angeschmissen. Wir haben jetzt 437 Kilometer vor uns. Eine Ankunftszeit um 9.14 Uhr und eine Reisezeit von 4 Stunden 22 Minuten. Das klingt doch knackig, oder nicht? Also soweit wie ich das jetzt mitbekommen habe, soll das Horizon Track Days. Es ist ein 3-Tages-Event, wo es eigentlich hauptsächlich um Viertelmeile geht. Allerdings ist da im Infield dann auch so eine Art Tuning-Veranstaltung. Unter anderem damit Continental DB Battle auch eine DB-Messung. Und ein paar Jungs, die man so kennt, sollen da auch wohl sein. Mir ist von mehreren Ecken und Kanten angesprochen worden, ob ich da nicht mal hinkommen will. Ich sitze auf dem Bock und fahre da hin, ne? Dann macht man nicht alles fürs Hobby. Erst mal ein paar Kilometer abreißen. Hallo, guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Sind wir da? Ach, hier soll das jetzt mal hingehen. Oh, da steht Flugplatz. Der hinter uns ist genau wohl. Eieieiei, was für eine Straße hier, ey. Ja, schön die guten alten Waschbetonplatten. Wir stehen in der Schlange. Ja, da ist ein bisschen was vor uns. Echt? Ja. Nichts Schöneres, als nach so einer Fahrt noch einfach irgendwo anstehen zu müssen. Dreiviertel Tankfüllung verballert, Alter. Nur um hierher zu kommen. Kauf den Diesel, haben sie gesagt. Die sind sparsamer, haben sie gesagt. Ja, Mann. Der fährt einfach so an uns vorbei. Guten Tag. Moin. Das ist der Infield, Aufkleber und Besucher. Was für ein Aufkleber? Achso. Den kriegst du. Ach, den kriegst du. Okay. Okay, danke. Hallo, hier, hallo. Guten Tag. Hallo. Sehr gut, danke. Originale Kürzung. Hier sind ja die komischen Bekloppten mit der Musik. Hallo. Ja, geht so, ne? Moin. Hallo. Ganz ehrlich, so, stellt sich neben ihn. Oder da hinten, wo die Koffer und Klappen auf sind, da ist ein DB-Bereich. Mit deiner zählt auch schon ein bisschen zu schollen Kleinkart drin. Dann stelle ich mich halt einfach hier so hin. Hallo! Ja, das kriegen wir schon hin. So, wie gehabt, einmal hinstellen und gucken, wie es so geht hier. Platz genug haben wir. Ich stehe jetzt irgendwie bei so schon Schwein oder sowas. Weiß ich auch nicht. Mal gucken. Wir haben uns hier jetzt erstmal eingefunden. Wetter ist mal wieder nicht so geil. Windig ist es wieder, wie Sau, ey. Aber wir müssen das Beste draus machen. Da steht mein Haufen. Da ganz hinten ist Viertelmeile, da gehen wir nachher auch noch hin. Da auf der anderen Seite sind die Leute am Driften. Und ja, hier stehen wir mal wieder mit den KHIV-Jungs. Da habe ich gemessen. Mal gucken, was der Tag so bringt. Was vertreibt Kummer und Sorgen? Erstmal so ein bisschen an der Viertelmeile stehen. Erstmal so ein bisschen mal Benzin schnuppern. Das machen wir jetzt erstmal. Und die Dinger sind schnell, die fahren flach, 10, wenn alles funktioniert. Natürlich mit links, das Windchen links. Chevy Nova auf der linken Bahn. Thank you.
Endlich mal wieder ein bisschen Ruhe hier. Hier ist was los. Wir gehen jetzt noch mal wieder zum Viertelmeile und gucken, ob da so ein paar Autos rumknattern. Nicht wundern, dass ich halt diesmal nicht ganz so viel rede, aber hier ist überall einfach bloß brutal viel los. Extrem viel laute Musik und dann auch noch der Wind dazu. Weiß ich nicht, mir fällt das Reden halt schwierig. Aber dafür habe ich mehr Videomaterial. Ist leider nicht auf unserer Seite. Es ist immer noch arschkalt, finde ich wie Sau. Aber wir machen das Beste draus. Ich sag dir, diese Jungs, die haben einfach keine Skrupel. Die bauen halt einfach auf alles einen Turbolader. Oder zwei. Nicht mehr normal. Wir gehen mal wieder zurück zu unseren Audio-Jungs und machen noch ein bisschen Musik. Und gucken, wie das alles hier so noch weitergeht. Okay, geben Sie uns die Rauchzone, das ist auch. Hier seit mittlerweile über einer Stunde. Abgasanlage. Habe ich es auch noch nicht mitbekommen. Aber die Leute scheinen es zu mögen. Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit Musik spielen. Und was? Tatsächlich noch nie jemand auf so sehr dagegen angekämpft hat. Ich bin gerade am Video machen, ja. Wolltest du damit reinkommen? Super schnell reagiert. Auf der anderen Seite, hallo. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so. Ich sehe mal wieder die Paparazzi hier. Also irgendwie. Ist einfach heftig. Ich würde es natürlich geil finden, wenn ihr das läuft da jetzt so ein Podcast. Einen Straßenverkehr macht, natürlich immer sicherer. Ich laber nie ins Mikrofon. Aber wie geil wäre das denn, wenn du in der Stadt irgendwo stehst? Wieso und wie lange? Und wie bei Fast to Furious. Weiß ich nicht. Fast and Furious. Kommen auf einmal die Leute halt mit abwarten, ne? Autos und driften um die Kurve. Man könnte glatt ahnen, wo wir sind. Kann auch glatt sein, dass die Lungenjungs hier richtig Bock haben, Reifen zu vernichten. Alter, guck dir das mal an. Okay, wir haben 149,17. Bei welcher Frequenz? 33 Hertz. Okay, 33 Hertz ist schon sehr tief. Okay, wir haben einen VW Caddy hier als nächstes. 4x18 Zoll in einem, was ist das? Das ist ein Sixth Order, ja? Das hier vorne ist trotzdem noch eine Kamera, ja? Okay. Wie viel Endstufenleistung haben wir hier? Um die 10 kW. 10 kW, also 10.000 Watt RMS nehme ich mal an. Bist du ready? Okay, er ist ready. Let's go! Verdammt! Okay, crazy! 159,90 bei 37 Hertz. Okay, oh, das ist sehr tief. Die Tür! Verdammt! Okay, crazy. Wir hatten einfach 158,27 bei 27 Hertz. Das ist schon heftig. So, wir fahren jetzt weg. Das Treffen ist noch lange nicht vorbei. Die sind jetzt gerade noch am DB-Messen. Danach kommt noch Car-Limbo, was weiß ich was. Also dafür, dass wir jetzt noch 4,5 Stunden nach Hause fahren müssen, ist das halt, steckt das einfach nicht mehr drin. Deswegen haben wir den Entschluss getroffen, dass wir jetzt noch am Essen fahren mit den Jungs, die wir noch getroffen haben hier vor Ort. Und fahren dann nach Hause. Am Wettbewerb hätte ich eh nicht teilgenommen. Wir haben vieles erlebt. Also das war jetzt tatsächlich mal so ein Treffen, wo ich halt nicht viel Demos gegeben habe oder sowas, sondern viel mehr
das Treffen an sich halt genossen habe, sieht man dann in den Aufnahmen ja auch. Das Nervigste an diesem Treffen war tatsächlich, dass man hier überhaupt kein Internet hat. Deswegen hat man von dem Treffen halt bei mir in Instagram auch nichts gesehen, gehe ich mal von aus. Also ich habe keine einzige Story gemacht, ob Stories von mir gemacht wurden, keine Ahnung, weil ich habe kein Internet. Deswegen fahren wir jetzt erstmal so grob in die Zivilisation, dass wir Internet haben, um herauszufinden, wo hier in der Nähe ein Restaurant ist. A few moments later. So, noch irgendwas futtern gewesen, Fresse schon wieder verbrannt, sein Urgroßvater läuft. Das Wetter ist zum Schluss halt doch noch angenehm geworden. Und ja, Fazit zum Treffen. An und für sich saugeil. Das Problem ist halt, da ist man mit den Car-Audio-Autos ein bisschen fehl am Platze gewesen. Meiner Meinung nach. Wir hatten keine Probleme damit, dass wir zu laut waren oder sowas. Aber ich hatte jetzt persönlich auch nicht wirklich das Bedürfnis, da ständig halt Musik anzumachen oder sowas. Ich habe mich viel lieber halt ein bisschen auf dem Treffen umgesehen. Und das ist halt auch der Aspekt, was ich denke, was bei den Treffen gut ist. Du hast viel geboten bekommen. Da war Drifter, da war ein Stuntbike-Show, da war Vierte Meile, da war Car-Audio, dann so eine Art Show and Shine. Das hat alles gepasst. Mal gucken, ob ich nächstes Jahr noch wieder hinfahre. Aber alles in allem, ja, ist in Ordnung. Ich muss jetzt erst einmal den Karren hier voll blubbern. Der braucht noch ein bisschen Kraftstoff. Und dann geht es erstmal wieder 4,5 Stunden nach Hause. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Könnt ja mal einfach irgendwas drunter schreiben unter das Video. Erst Like, dann Abo, dies, das, Ananas, wie auch immer. Und wie immer, Küsschen aufs Nüsschen.